Hey ho Leute, Valkris back in action mit dem dritten Part vom Let's Play Okami Den. Mit ein paar Änderungen, wie ihr sicher seht. Ich habe die Bildschirme jetzt nebeneinander angeordnet. Ermöglicht auf YouTube einfach ein viel besseres, größeres Bild und ja, leichter zu gucken, finde ich. Das und, was ihr gleich noch sehen werdet, ich habe einen Filter vom Emulator drüber laufen lassen. Irgend so ein High-Quality-Filter. Das heißt, das Bild ist jetzt nicht mehr annähernd so pixelig wie vorher. Was wir hier machen, wir gehen zu Miss Sakuya, die wir aufsuchen sollen, aus welchem Grund auch immer. Keine Ahnung. Und wir sind jetzt gerade an ihrem Baum angekommen. Er fängt auch schon an, mit ihr zu reden. Ich kann sie aber noch nicht sehen. Ah, okay. Da ist sie ja. Sie ist ein Isun-Kenner. Auch sie erkennt die Markierungen nicht. Ist das irgendwie so ein Running Gag in dem Spiel oder... Weiß nicht. Okay, das mit der Größe ist ganz sicher ein Running Gag. Ja, genau das. Ja, keine Zeit für Witze. Mach nur Stress, du Flo. Ich bin dafür, dass kleine weiße Wölfe in Zukunft Namensschilder tragen. Die weiß dann auch sofort meinen Namen? Gut. Ich soll sie beißen, damit sie es nicht so schnell vergisst. Ja. Das hat mein Wolf wohl falsch verstanden. Ja, so niedlich. Guter Junge, guter Junge. Isun ist ein Spielverderber. Aber wir wollen die Katzen ja auch nicht ins Unendliche verziehen. Die weiß auch schon Bescheid, was mit dieser Dunkelheit los ist. Das finde ich ja nice, dass sie Japan Nippon da nennen. So wie es ja original aus dem Japanischen ist. Yes! Ich bin den Flo los? Bitte? Ja, also... Tut mir echt leid, Isun, ne? Du musst den himmlischen Botschafter spielen. Ich kann dich nicht mitnehmen. Du bist zu schwer. Du musst das echt verstehen. Ich habe keine andere Wahl. Und es wird schon wieder pink. Genau im richtigen Moment, möchte ich anmerken. Oh, war das nicht der Baum von eben? Und ihre Kraft ist an den Baum gebunden. Oh, Mist. Aha. Dass der auch himmlische Pinseltechniken drauf hat? Ja, scheinbar nicht. Warum? Bellen hat bisher immer geholfen. Oh, was ist das denn? Eine Sternformation? Mhm. Malen nach Zahlen, Teil 1. Mal gucken, wie das hinhaut. Mit der Maus. Ich hoffe, ich muss den nicht mehrmals zeichnen. Ist das gut? Ja! Und was passiert jetzt?
Stachel. Nice, nice. Steht das jetzt alles in der Luft oder habe ich was verpasst? Ich finde diese Tuschegrafik echt spitzig. Spitze! Huah! Und die tragen Eier. Irgendwie erinnern die mich an diese... Ach, wie hießen dieses Viech von Mario? In diesem Loch als Schnauze. Unsere Eltern haben deiner Mutter gedient. Und deshalb dienen wir jetzt dir. Das nennt man dann Vitamin B. Die Macht der Verjüngung. Ja, dann her damit. Random japanisches Zeichen. Wird vermutlich für Verjüngung stehen. Kann man beschädigte Dinge reparieren? Aber man muss das genau zeichnen. Okay, jetzt muss ich das nachzeichnen, was er gemacht hat. Das mit dem Zeitlimit ist echt nicht ganz ohne. Ich stelle mir das später anstrengender vor. Aber die Erkennung funktioniert. Ich habe jetzt aber nicht wirklich viel bewirkt damit. Aber sie ist wieder da. Ist ja mal positiv. Ja, diesmal hat sie es nicht vergessen. Sie kann uns also nicht helfen, weil die Blumen noch nicht erblühen an dem Baum. Und zurück aufs letzte Thema. Wir brauchen einen neuen Partner. Ich will den Flo weg haben. Okay, er wird uns jetzt helfen, einen neuen Partner zu finden. Auch nicht schlecht. Deine Zeit läuft, Isu. Gab's jetzt schon direkt einen Hinweis, wo ich hingehen soll, oder? Ja, natürlich kann ich irgendwann alles zum Blühen bringen. Ich scheiß doch schon Regenbogen. Ja, auf geht's. Zurück ins Dorf. Oh, das gucke ich mir jetzt nicht extra noch an. Ich weiß jetzt, wie es funktionieren soll. Ein Bekannter von mir meinte, diese Blumen, die da aus meinem Hintern kommen, machen ihn aggressiv. Er ist vermutlich der einzige Mensch, den Blumen aggressiv machen. Was ist das? Das sieht aus, als wären die alle zu Steinerstarrt. Mal ins Dorf gucken. Ich bin auch positiv überrascht. Die Performance spielt auch mit. Mal gucken, ob man damit schon was anstellen kann. Nee. Okay,
okay, das wird dann wohl erst mit diesem Aufblühen sein. Was, wenn die ganze Welt versteinert ist? Hey, cool, Selbstbedienungsladen, nicht schlecht. Lass uns ins Shinshu-Feld gucken. Wenn du das sagst. Sogar Mr. Orange ist aus Stein. Der wird jetzt garantiert nicht mehr tanzen. So, und was sollen wir jetzt hier entdecken? Auch dunkel. Verseucht vom Übel. Achso, jetzt sind wir wieder einen hohen Punkt aufsuchen. Genau wie mit der Sonne am Anfang vom Spiel. Dann laufen wir weiter hoch. Ba-ba-ba. Du-du-du-du. Könntest dann da rechts hochgehen. Da war ich noch nicht. Naja, fast schon sowas wie eine Wendel. Und was haben wir da? Was haben wir da? Ein See. Rein da. Oh, ich kann da drüber laufen. Eine Kiste. Eine Kiste. Masterpiece Part 1. Isuns Meisterwerk. Na, mal gucken, was das kann. Das ist eine heilige Plattform. Okay, dann soll ich wohl wieder eine Sonne zeichnen. Im Zweifelsfall eine Sonne zeichnen. Super. Etwas heller geworden, aber ja, er nimmt halt mal an, dass die Statuen jetzt weg sind. Okay, okay. Ja, ich werde dann hier mal stoppen. Weiter geht's in Part 4. Danke fürs Einschalten und bis bald.